Oh, sind da viele Tiger. 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 Ich brauche trotzdem noch... Eisen habe ich noch gar nicht geholt. Ich hole erstmal Obsidian. Hier ist nämlich Obsidian. Mit meiner tollen violetten Hacke. Die ist klasse. Die mag ich. Die muss ich nur anmalen. Nein, ich wollte nicht landen. Na? Ich wollte eigentlich hier hochfliegen. Essen habe ich rausgetan. Aus dem Grill, meine ich. Ja. Hähnchen. Nein. Wie habe ich denn jetzt? Ach, du hast ja noch ganze Menge Holz, das Fähnchen. Echt? Und wenn du dein Fernrohr suchst? Nee, ich habe mein Fernrohr hier. Wieso hat Fähnchen und Fernrohr in den Taschen? Nee, ich gehe eben auch ein Fernrohr. Oh, da ist noch mehr. Noch mehr Opsi? Nee, Verarschprogramm. Das war jetzt gemein. Oh Mann. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Oh, ich versinke immer auf meinem Stuhl. So, mal hier hin. Hier ist auch wieder Obsidian. Ach, hier ist ja gut. Gut Obsi. Guck, wie muss man die Klamotten mit. Wie viel Metall ich rauskriege mit der Hacke hier. Das ist schon ein ganz anderer Schnack, du. Ja, ne? Echt. Toll. Ja, deine ist ja noch besser, die gelbe. Ja. Also aus zwei Steinen hier, Brocken, habe ich 72 Metall rausgekriegt. Das ist schon mal was. Oh, Fridolin, Fridolin. Hier flog irgendwas vor mir, eine Mücke oder so. Ich habe sie aber nicht erwischt. Ich habe mich nur gefreut, dass sie da ist, deswegen habe ich geklatscht. Na, nicht wirklich. Ich freue mich da nicht gerade drüber. Ist hier noch mehr Obsi? Oh, da ist noch mehr Obsi. Geil. Obsi, Popsi. Eisen, Obsi. Hicke, Hacke, Zicke, Zacke. Nee, wie habe ich Hunger? So echten Hunger, oder? Ja, so richtig Hunger. Spielhunger. Hab ich noch. Dann, ich bin jetzt gerade mit Fähnchen unterwegs. Wenn ich mit ihr wieder zurück bin, dann können wir ja eine Pause machen. Ja. Mache ich was zu essen. Das ist toll. Könnte mich auch was vertragen. Was denn? Weiß ich noch nicht. Frikadellchen? Frikadellchen möchte er. Mit Gürkchen und Käschen? Schade um das Eisen, ne? Hm. Hier ist noch Obsi. Aber hübsch. Nö, ist auch kein Obsi. Das war nur Stein. Verarsch-Obsi war das. Es müsste eigentlich zumindest ein Obsi geben. Aber gar kein Obsi aus dem Obsi-Klops. Obsi-Klops. Hat Obsi-Klops gesagt. Obsi-Klops. Hier ist noch ein Obsi. Und die geht auch kaum kaputt, ne? Die hat eine gute Haltbarkeit. Die halten auch länger, habe ich den Eindruck. Klar, die haben die besonderen Teile. Max Durability ist ja auch 127,4. Und meine andere, die ich hatte, die habe ich gar nicht mehr mit. Die ist natürlich schlechtere Werte, also halten die auch nicht so lange. Da ist noch Obsi und Eisen. Das ist eine schöne Ecke da. Da kann ich mich dann mitten reinstellen. Nee, ich muss erstmal. Au! Blödes Vieh. Langsam.
Fridolin. Fridolin, Fridolin. Fridolin. Das kennt doch keiner, das will wir. Nein, das kennt das, keiner. Das wollen wir auch. Doch, das gibt's aber online. Das Video. Nach dem Auspackfilm. Oh nein, bitte nicht. Nee, haben wir das veröffentlicht? Ja. Mit Fridolin? War das veröffentlicht? Nein, das war nur Susi, ne? Das haben nein, wir nicht doch, das haben wir auch veröffentlicht. Doch, stimmt, haben das haben wir veröffentlicht. Aber die Qualität, die war, das war ganz schwer. Das war einer unserer allerersten Versuche, Blödsinn aufzunehmen. Wir machen aber noch mehr Blödsinn, keine Angst. Ja. Jetzt zum Beispiel. Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Ich kann mich immer noch nicht bewegen, ne? Doch, aber... Ich skill jetzt immer nur noch tragen. Das ist mir zu doof. Ich habe auch ein paar Punkte in Tragen reingemacht. Das ist angenehm. Was anderes brauche ich nicht. Man hat so eine Viecher zum Kämpfen und... Eben. Ich habe jetzt ganz viel Eisen hier. Ne? Das ist schön. Und Obsidian. So, ich habe mal wieder Holzvorräte aufgestockt. Ja, das war auch gut. War mal wieder dringend nötig. Einen Dilo eingefangen, der draußen rumlief, weil die Türen so. Immer auf sind. Ja, das ist manchmal so. Wenn die da frei rumlaufen dürfen, verpieseln die sich auch mal. Ja. Ich glaube, unser Krokodil hat sich auch auf die Socken gemacht. Echt? Eins der großen, ja. Ich habe 46 Obsidian mit und 273 Eisen. Ich glaube, das reicht, ne? Erstmal reicht es. Ja. Fridoli. Ich meine, der kann die fünf Flügel ausbreiten, aber er kann sich nicht mehr bewegen. Warum ist das schon wieder so viel, ne? Scheiße. Dann lasse ich ein paar Pfeile da. Ich wiege nur noch 80 Kilo. Hast du aber schnell abgenommen. Ja, das kann man nicht machen hier. Da brauche ich ja 3 Tage, bis ich wieder zu Hause bin. Er fliegt ganz langsam. Was lasse ich denn mal? Wir brauchen unbedingt hier oben mal diese Öfen. Ne? Die kann ich auch essen hier mal eben. Ja, das Blöde ist ja nur, dass da ja auch, nicht mehr so viel spawnen an dem Umkreis. Ja, ich habe das auf die halbe Reichweite eingestellt. Ja, aber trotzdem muss man gucken, wo nichts wächst. Irgendwo an Rand stellen oder so, damit man möglichst viel behalten. Ja? Ja. Also was mache ich denn mit Fridolin hier? Der ist überladen. Ja, dann schmeiß was weg oder pack was in den Ofen, irgendwo rein, wo du es später abholen kannst. Keine Ahnung. Ach man, das ist alles Mist. Ich muss nächstes Mal so einen Lastenvogel noch mitnehmen. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, besser. Ich brauche nicht immer 53 Töpfchen mit, obwohl, wenn da mal was zum Zähmen ist. Jetzt sehe ich nichts und ich weiß nicht, wo ich hinfliege. Scheiße. Das müsste aber ja richtig sein. Das Nichts sehe ich hier, ne? Das ist totale Suppe. Doch, jetzt sehe ich was. Oh, hier kämpft was. Wo? Bei uns, drinnen. Drin? Ja. Die Blume. Nein. Was war das denn jetzt? Ist jemand gestorben? Immer mehr hat was gegessen, glaube ich. Aha. Ja, das ist ja jetzt so. Die spawnen ja jetzt auch
in den... Die spawnen jetzt wieder überall, die Viecher. Deswegen kann das mal sein, dass bei uns mal ein roter T-Rex spawnt. Kann also passieren. Nimmermeer und Driller und Lupinia und Dumbo und Erik der Rote und Ecki haben irgendwas. Guck mal ins Inventar von denen. Ja, der Einzige, der was gefressen haben könnte, ist Nimmermeer. Und der hatte sowieso Felle und das dabei. Ja, manchmal haben die auch dann den Kram, den die dabei hatten. Hab ich auch schon erlebt. Nö, also es ist nichts dabei, was irgendwie auffällig wäre. Linia gucke ich nochmal an. Das war jetzt ein Leck. Bleib mal stehen, Mädchen. Ich hatte keinen Leck. Ja, die hatte hier... Oh. Na? Eine Kralle. Aber das war doch kein Vogel. Nee, die hat er schon letztens gehabt. Hat er schon letztens mit gehabt? Ja, Lupinia hatte schon einiges mit. Haben wir alle ja nicht leer gemacht. Ja, okay. Hüstel. So, ich mache jetzt Feierabend. Mein Mann schreit nach Hunger. Nee, er schreit nicht nach Hunger, er hat Hunger. Wer wie dein Mann? Wer ist dein Mann? Ach, dieser komische Typ da, der nennt sich immer Grebock und spielt komische Spiele. Grebock. Grebock. Der Goblin-Schweinereiter ist so, das. Oh, dann tschüss. Tschüss. Bin mal raus. Tschüss, Findel. Ich muss hier noch eben landen und Metall anschmeißen. Okay. Und die Toren zumachen hier mal erstmal. Das geht ja noch gar nicht. Also Türen sollen nicht auf sein. Ja, ja. Das ist bestimmt wieder irgendein rotes Tier. Ich guck mal mit meinem Hochleistungsteleskop. Sieht sehr ruhig aus da hinten. Ich glaube, der spawnt auch nichts, wenn man da nicht in die Nähe kommt. Ne? Ich kann da nichts erkennen. Bist du da? Du hast mich ja hier draufgesetzt. Ja, ich habe mit deiner Leiche rumgespielt. Da Leiche ja nicht, mit deiner schlafenden Person. Aber du hast den Herd wieder ordentlich sauber gemacht. Hier ist Fleisch drin. Das hatte ich da reingetan. Aber nicht angemacht, weil das zu wenig war. Ja, das. Ich sehe nichts. So. Das nehme ich mal mit für. Brauche ich nicht. Um füttern. So. Ich drück doch die. Das ist komisch. Ich wollte mal gucken, was die Pflanze macht. Die Pflanze. Ich finde die so toll. Ich mag die. Spucki. Die hat oben eine Hand dran. Die hat oben eine Hand dran. Hand? Mit 6 Fingern. Ja, oben ist ja das Spuckloch. Ich sag dazu nichts. So. Also im Augenblick läuft es sehr flüssig bei mir. Jo. Allerdings dreht mein Netzteillüfter schon hoch. Na ja, ruckt das wieder. Ich habe nämlich so ein schlappes Netzteil für die Grafik. Nimmermeer. So, ich wollte auch irgendwas farmen. Nimmermeer. Ich würde auch gerne noch so einen großen Wolf ziehen. Eine Höhle wollen einige. Sehen wir mal in die Höhle gehen. Aber Höhle finde ich noch nicht so spannend. Na, lass mal jetzt erstmal das machen, was wir vorhatten. Wir haben so viel vor. Ja, haben wir auch. Hier ist Gisa. Nicht genug von. Hier ist Myra. Ups. Ups. Alles ups, gut. Ups. Ups. So. Ich würde mit Nimmermeer jetzt mal in Berge fliegen. In die Berge? Ja. Eine Spitze. Der braucht mal was. Hat er was zu essen hier, der Jute? Der Jute Jäger. Ah, ich wollte vorhin noch was anderes machen. Die haben hier noch genug zu essen, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Ich glaube nämlich, ein Krokodil ist abgehauen. Echt? Wie abgehauen? Was meinst du mit abgehauen?
mehr bei uns im Gehege, sondern außerhalb. Das meine ich mit abgehauen. Ach so. Dann mache ich mal auf Melee Damage. Den auch. Hat er da noch zu essen hier? Nee, da hat er gar nichts mehr. Das, die sind ja so. Die sind ja so. Pflegeleicht, diese Skorpione. Blaubeerkuchen, was machst du denn hier? Kannst du all das vergammelte Fleisch reintun? Ja. Und du stellst dich mal bitte hier hin. Ich geh mal über die Brücke, guck mal, was da drüben los. Was ist denn hier wieder passiert? Ich hab nichts gemacht. Die hatte ich alle so schön hingestellt. Ja, wenn die da stehen bleiben sollen, musst du es auch auf Passiv stellen. Ja, aber wieso sind hier die riesigen T-Rexe? Die standen doch hier drüben. Komm, du stellst ihn mal hier hin, Herr T-Rex. Komm her. Na, du musst aber auch noch ein bisschen von dem Fresskorb mitkriegen. Wo willst du denn hin? Und der andere T-Rex soll auch mitkommen. Da. Toa, hups. So, ein Tor kommt hier auch hin. Hier zum Tor. Ach, jetzt habe ich auch noch Mäuschen mit. Na gut. Das hat aber geleckt. So, Mäuschen, du kriegst mal ein bisschen Melee Damage. Rückwärts. Sind hier irgendwie alle? Auch die Patschis hier. Und wieso sind die eigentlich... Die müssten schön da... Die sind aber nicht auf Passiv. Die sind nicht am Rand. Ja, die sind hier, weil die irgendwie... Aber das kann nicht sein. Ich meine, wir waren doch die ganze Zeit da. Nee, waren wir nicht. Wir haben doch den roten Kanu gemacht und sind da hinten rumgeflogen oder gereiten, Perlen sammeln. Ja, war nicht immer da. Trotzdem. Ich stell die mal hier drüben hin, die Patschis. Wir brauchen mal so kleine Gehege hier, ganz viele. Dann kann man die drin rumlaufen lassen. Dann können die ja von mir aus Eier legen, wie die wollen. Ne, sollen die ja nicht. Also wenn wir das wollen, dass sie das wollen. Ich mach die Patschis mal auf. Ja, wirklich so kleine Stelle, ne? Auf Passiv. Ach so. Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Das habe ich alle auf neu auf Passiv gemacht. Ich mach mal die Patschis auf Passiv. Höre ich hier so wenig? Hä? Schubst mich doch nicht! Ihr Schafe! Ich würde die Fleischfresser rumlaufen lassen, nur. Ja, das habe ich ja. Bloß die Ankylos sind hier. Die Ankylos sind hier auch nicht. Damit die sich schön verteilen und aufpassen. So, der kommt mit. Du kommst mit. Da kommen die Ankylos, die stelle ich auch hier am Felsen ab. So, guck mal her. Ihr beiden. Die beiden Racker. Hier steht ja doch gut. So, die habe ich auch mal auf Passiv gemacht. Ist da noch ein. Ne, das ist eine Knutschkugel. Das ist Murmel. Der kann aber auch bei den Ankylos stehen. 5 Kilo. Oh. Sagst du das? Hat er einfach mal hier falsch Dings gemacht, Na, wie heißt das? Hat er auf Dings gemacht.
Der hat Dings gemacht. Der hat einfach Dings gemacht. Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Hier ist Brauner. Warum ist Brauner hier oben? Nein, der soll einen Mini-Damage kriegen. Und der soll mir mal folgen. Du kommst mal mit. Du kommst mal hier zu... Wo ist er denn? Hallo? Da ist er. Was wir auch machen könnten, weil es sonst zu viel wird, ist auch vielleicht ein oder zwei alle männlichen Dodos mal aussortieren. Und die woanders hinbringen und da rumwandern lassen. Einfach, dass sie irgendwo... Dass wir die freilassen. Genau. Aber hier Rotkäppchen und Äffchentöte, die sind schon reichlich verliebt, aber jetzt nicht mehr. Rotkäppchen ist ja doch ein bisschen eigen, ne? Hier wird's irgendwie dunkel. Kleiner Onkel ist im Wasser. Ja, ich bin zu einer blöden Zeit losgeflogen. Das stimmt. Kleiner Onkel ist hier irgendwie ganz blöde. Wieso, ist er wieder am Boot? Nee, der ist hier so ein Felsen runter und der lässt mich jetzt nicht vorbei. Und ich habe jetzt ein Problem, hier wegzukommen. Und ich kann hier keinen Felsen hauen. Scheiße. Und ich hänge hier fest. Hilf mir! Bin ich da, dann musst du schon alleine. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin oben auf dem Berg. Ich bin, ja, gleich dann. In so einer Felsspalte hänge ich. Und da hängt halt kleiner Onkel. Und kleiner Onkel... läuft hier nicht weg, weil er hier nicht weg kann. Und ich kann kein C drücken, kein X drücken, kein gar nichts. Scheiße. Und jetzt wird's auch noch Nacht. Du kannst hier ja ein bisschen... Ich kann nichts machen. Null. Ich kann nicht mal essen. Oder? Nö. Ich kann ich hab noch keine ein paar Taste Scheine geht. Und dann komm ich. Weil dann. Ich wieder am Fliegen bin, so am Schweben, ne? Kennst ja, ja das Problem. Ja, gut, mach du mal deine Sachen zu Ende.